Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem morgendlichen Pressestatement mit dem Innenminister Herbert Kickl, dem deutschen Bundesminister des Inneren Horst Seehofer und Italiens Innenminister Matteo Salvini. Herr Kickl, ich darf um Ihre Worte ersuchen. Ja, einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in Innsbruck. Ich darf Sie darüber informieren, dass wir heute in der Früh ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit meinen beiden Kollegen aus Italien, Matteo Salvini, und aus Deutschland mit Horst Seehofer geführt haben. In einem sehr, sehr guten nachbarschaftlichen Verhältnis miteinander, wie ich betonen möchte, in einem freundschaftlichen Verhältnis miteinander. Und wir uns auf ein paar wesentliche Dinge auch verständigt haben, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, wenn es um die Frage der Zukunft des europäischen Asyl- bzw. Migrationssystems geht. Die Dinge sind eigentlich relativ einfach. Ich glaube, wir sind alle drei übereingekommen, dass wir in einem Bereich, wo viel zu lange eine gewisse Unordnung geherrscht hat, dass wir Ordnung machen wollen, dass wir von hier aus auch die klare Botschaft hinaus in die Welt, vor allem auch an die Schlepperbanden, senden wollen, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, nicht mehr möglich sein soll, europäischen Boden zu betreten, wenn man kein Recht auf Schutz hat, und dass wir gemeinsam vor diesem Hintergrund den intendierten Paradigmenwechsel, der ja auch in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates festgeschrieben worden ist, vorantreiben wollen. Uns teilt also nicht nur der Wille, hier gemeinsam vorzugehen, sondern wir haben gesagt, wir werden aus dieser Kooperation der Willigen auch eine Kooperation der Tätigen machen. Und aus diesem Grund haben wir heute auch festgelegt, dass es bereits am 19. Juli in Wien ein gemeinsames Treffen von Vertretern unserer drei Staaten auf der operativen Ebene geben wird, wo wir dieses gemeinsame Projekt, sozusagen die illegale Migration möglichst einzudämmen, gegen Null zu bringen, auch weiter vorantreiben werden. Vielen herzlichen Dank, Herr Bundesminister Salvini. Sì, esprimo grande soddisfazione perché proposte italiane potranno diventare proposte europee, riduzione delle partenze, riduzione degli sbarchi, riduzione dei morti e quindi riduzione dei problemi, dei costi economici e sociali di un'immigrazione che non siamo più in grado di sostenere. Quindi se il modello italiano diventerà modello europeo sarà per me e per noi motivo di orgoglio. Chiederemo sostegno alle autorità libiche per fare sempre meglio il loro lavoro. Chiederemo alle missioni internazionali di evitare di usare l'Italia come unico punto di arrivo. Se si riduce il problema a monte ci saranno meno problemi a valle. Quindi penso che questo nucleo di amicizia e di intervento serio, concreto, efficiente, Austria, Germania, Italia, possa essere un nucleo che darà un impulso positivo a tutta Europa per riconoscere diritto d'asilo a quella minoranza di persone, donne e bambini che scappano davvero dalla guerra, ma per evitare l'arrivo e la morte di decine di altre di migliaia di persone che non scappano da nessuna guerra. Quindi i fattori che ci uniscono e che ci uniranno al tavolo sono sicuramente la stragrande maggioranza rispetto a quelli che saranno oggetto di discussione di un lavoro che comincia già settimana prossima. Quindi contiamo che finalmente l'Unione Europea ritorni a difendere i suoi confini e il diritto alla sicurezza di 500 milioni di cittadini europei che negli anni scorsi è stato messo a rischio. Vielen herzlichen Dank, Herr Bundesminister Seehofer. Meine Damen und Herren, in Europa ist in der Migrationspolitik in den letzten Wochen einiges in Bewegung gekommen. Das begrüße ich sehr und das hat mit den drei Ländern, die Sie hier versammelt sehen, zu tun. Wir haben in der Tat jetzt ein gutes Gespräch geführt mit der gemeinsamen Zielsetzung, dass wir in der Migrationspolitik Ordnung schaffen wollen einerseits und auf der anderen Seite auch Humanität gewährleisten wollen. Wir stimmen überein, dass wir dazu vor allem die Außengrenzen Europas wirksam schützen müssen, damit wir die Frage, wer Aufnahme bei uns findet, nicht den Schleppern überlassen,
sondern das ist Aufgabe der demokratisch gewählten Regierungen und nicht der Schlepperbanden. Das eint uns total und wir sind jetzt gespannt auf ein Gespräch mit dem zuständigen Kommissar Avramopoulos, der uns ja wohl auch darlegen wird, wie die Beschlüsse des Europäischen Rates von Ende Juni von der Kommission jetzt weiter angegangen werden. Wir werden uns, wie gerade vom Kollegen Kittel gesagt, am 19. Juli in Wien treffen, auf der operativen Ebene, also auf der Mitarbeiterebene, um die vielen, vielen fachlichen Fragen vertieft zu erörtern und einer Lösung zuzuführen. Ich bin sehr froh, dass nicht nur innerhalb der Europäischen Union jetzt eine sichtbare Bewegung entstanden ist, sondern dass diese drei Länder, Italien, Österreich und Deutschland, auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten, um diese zentrale Frage unserer Zeit in eine gute Zukunft zu führen. Vielen herzlichen Dank. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte sehr, Frau Rapper. Sie sprechen ja heute auch über die Ausschiffungs- oder Anlandeplattformen. Bis wann rechnen Sie denn mit einer Umsetzung oder ist die Umsetzung überhaupt realistisch, nachdem es ja nicht mal ein gemeinsames Asylwesen gibt? Naja, zunächst einmal bin ich sehr, sehr froh über diesen Paradigmenwechsel. Es wäre wahrscheinlich vor einigen Monaten unvorstellbar gewesen, über ein solches Projekt überhaupt nachzudenken, das auf die Agenda einer solchen Veranstaltung zu bringen. Das zeigt, dass wir in der Zwischenzeit in eine völlig, völlig andere Richtung denken. Und ich weiß nicht, warum immer alle so pessimistisch sind. Es gibt aus meiner Sicht eine klare Erwartungshaltung der Bevölkerung. Dieser Erwartungshaltung der Bevölkerung sind wir alle verpflichtet, auch wir drei, so wie wir hier stehen. Und wenn ich mir das so anhöre, was die Menschen für eine Aufgabenstellung der Politik auch geben, dann ist das, was hier mit diesen Ausschiffungsplattformen intendiert ist, genau eine solche Sache. Wir tun also nur das, was die Menschen von uns erwarten und deswegen bin ich auch sehr, sehr optimistisch, wenn es darum geht, diese Dinge umzusetzen. Wichtig ist, dass wir es in einer Art und Weise machen, dass kein neuer Pull-Faktor entsteht. Das ist übrigens auch eine der Aufgabenstellungen, die der Europäische Rat vorgesehen hat. Darüber werden wir heute diskutieren und da haben wir auch gemeinsame Vorstellungen, wenn es darum geht, das so zu gestalten, dass tatsächlich zurückgeführt wird, dass aber durch diese Rückführung keinerlei neuer Pull-Faktor entsteht. Vielen Dank. Dabei eine zweite Frage. Diese Achse Deutschland, Österreich, Italien, wird die notfalls auch Alleingänge beschließen und umsetzen oder wird man sich da mit allen anderen europäischen Ländern und vor allem der Kommission, die ja da etwas langsamer ist vom Tempo her, auch im Detail abstimmen? Oder notfalls auch? Naja, das Wahre ist bekanntlich das Ganze. Und es wird immer Sinn machen, wenn man die Gemeinsamkeiten hier sucht. Wir tun das jetzt auf Ebene des Rates, aber wir tun das selbstverständlich auch im Zusammenhang mit der Kommission. Es hat ja Horst Seehofer schon angesprochen, dass wir sehr, sehr neugierig darauf sind, wie also jetzt die Europäische Kommission an diese Schlussfolgerungen des Rates herangeht. Wie gesagt, ich bin insgesamt ein Optimist. Ich glaube, dass hier ein großes, großes Zeitfenster offen ist. Und dass wir jetzt die Gelegenheit haben, die Dinge endlich auch gemeinsam in eine Richtung voranzutreiben, wie es die Bevölkerung erwartet. Und ich glaube, dass auch die Europäische Kommission gut beraten ist, hier die Chance zu erkennen, die darin liegt, sich an einem solchen Projekt sinnvoll zu beteiligen. Denn es ist ja so viel von Bürgernähe die Rede, es ist so viel davon die Rede, dass die Europäische Union bei den Menschen ankommen will. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, auch für die Kommission unter Beweis zu stellen, dass man das ernst meint in einer der wesentlichsten Fragen. Avramopoulos hat ja selbst gesagt, dass es sich um eine Schicksalsfrage für die Europäische Union handelt. Ich möchte nochmal deutlich betonen, dass natürlich europäische Lösungen immer die beste Antwort sind. Aber diese europäischen Lösungen müssen auch wirksam sein. Sie müssen geeignet sein, die Ordnung herzustellen und gleichermaßen auch die Humanität zu gewährleisten. Wir unterstützen deshalb die Beschlüsse des Europäischen Rates und die Schwerpunkte der österreichischen Präsidentschaft in dem halben Jahr jetzt, bis Ende des Jahres, mit dem Schutz der Außengrenzen Europas, den zu gewährleisten und
außerhalb Europas diese Zentren zu schaffen. Das ist ein, glaube ich, sehr wichtiger Schwerpunkt, wo ich der Präsidentschaft nur wünschen kann, dass sie ein gehöriges Stück vorankommt. Und die Bundesrepublik Deutschland wird die Präsidentschaft dabei unterstützen. Das ist ja auch die Grundlage des Beschlusses des Europäischen Rates vom 28. Juni. Also prinzipiell ist es immer gut, wenn Europa gemeinsam handelt, aber es muss wirksam sein, es muss geeignet sein, auch die Probleme zu lösen und ein Regelwerk für die Zukunft zu bekommen. Denn die Migrationsfrage ist keine Frage, die uns nur im Jahre 2018 beschäftigt, sondern sie wird uns weltweit auf viele, viele Jahre beschäftigen. Und eine zweite Faustformel ist auch richtig. Je weniger gemeinsam europäisch gelingt, desto wichtiger werden nationale Maßnahmen. Und deshalb ist heute ein wichtiger Tag auch für die Innenminister der Europäischen Union. Und ich hoffe, dass wir da in diesen Grundzügen, die wir gerade geschildert haben, vorankommen. Wir wissen alle drei, dass dies noch eine Herkulesaufgabe ist in der operativen Umsetzung. So, ich muss leider bis auf Zeit. Das war wie? Sì. Io oggi incontrerò anche il collega francese, incontrerò la collega svizzera. Chiaro che l'obiettivo è di far cambiare marcia all'Europa, far cambiare prospettiva all'Europa. Un dibattito come questo solo uno o due anni fa sarebbe stato impensabile. L'obiettivo è proteggere le frontiere esterne, evitare e limitare le partenze, aiutare le autorità libiche a fare quello che è pieno diritto loro fare senza che vengano concepiti come respingimenti quelli che sono attività di soccorso, di protezione, di riaccompagnamento in patria. Quindi penso che finalmente si sia cominciato a lavorare seriamente. Chiaro che se si riducono drasticamente partenze e arrivi saranno anche minori i problemi all'interno dell'Unione e fra i singoli paesi dell'Unione. Quindi contiamo che l'Italia sia sostenuta nella sua operazione di soccorso, protezione e riaccompagnamento di migliaia e migliaia di clandestini nei luoghi di partenza. Okay, vielen herzlichen Dank. Eine letzte Frage noch, dann müssen wir leider aufgrund des engen Zeitfensters 3 Sekunden anspielen. Bitte sehr. Una domanda per il Ministro Salvini sul Brennero, perché gli austriaci hanno spesso minacciato di chiudere la frontiera, mentre lei ieri stesso ha ribadito di essere il contrario. Avete trovato un accordo in senso? Ma quello di cui abbiamo parlato è la soluzione del grande problema. Se si riducono partenze, sbarchi, morti e arrivi, non ci sarà alcun tipo di problema alle frontiere interne dell'Unione. Quindi l'obiettivo è proteggere le frontiere esterne per poi lavorare tranquillamente e serenamente fra popoli come è nostra intenzione continuare a fare. So, eine allerletzte Frage von der ARD noch, und dann müssen wir leider Schluss machen. Plan B braucht man nur, wenn man beim Start von Gesprächen der Auffassung ist, dass die Wahrscheinlichkeit des Misslingens sehr groß ist. Ich habe nach dem Gespräch in Wien mit dem Kanzler und Herrn Kollegen Kickl und auch nach dem Gespräch gestern mit dem Kollegen Salvini jedenfalls ein Stück Optimismus, dass es uns gelingen kann, die Binnenmigration gemeinsam zu lösen. Mehr möchte ich dazu heute nicht sagen. Das werden, wie ich oft gesagt habe, schwierige Gespräche wegen der Komplexität. Aber ich unterstreiche nochmal, was Kollege Salvini gerade gesagt hat. Das alles wird nicht zum Erfolg führen, wenn es uns nicht gelingt, die große Problematik, nämlich die Außengrenzen wirksam zu schützen und auch außerhalb Europas Fluchtursachen zu bekämpfen und diese Anschiffungszentren zu bilden. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden uns auch die Binnenprobleme nicht gelingen zu lösen. So, vielen herzlichen Dank. Ich danke für Ihr Kommen und wir sehen uns bei den weiteren Presseterminen. Ja.
Ministro, se non stai rimando. Foto, hallo, alles Roma. Okay. Ciao. Ja, das war klar.